für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Auch wenn sich mir nicht sofort erschließt, was an dieser Stunde aktuell sein soll, wo wir doch in dieser Woche schon im Verkehrsausschuss, im Umweltausschuss und auch im Plenum genau über diese Themen diskutiert haben, über die wir heute wieder diskutieren, will ich mich doch noch einmal liebevoll dieses Themas annehmen. Und Herr Krischer, ich beginne mit Ihnen, weil was Sie hier vorgetragen haben, war schlicht falsch. Sie können jetzt noch überlegen, ob Sie wieder besseren Wissens vorgetragen haben oder vorsätzlich falsch vorgetragen haben, aber die Grenzwerte, und da beißt die Maus keinen Faden ab, sind in den Vereinigten Staaten 2,5-mal so hoch wie bei uns hier in Deutschland. Und damit haben Sie hier vor dem Parlament die Unwahrheit gesagt. Vielleicht haben Sie die Gelegenheit, das hier bei einer der nächsten Reden richtigzustellen. Das wäre jedenfalls ein Nachweis von Größe, wenn Sie das täten. Wir werden sicherlich noch die Gelegenheit haben, das ein oder andere Mal auf dieses Thema weiter zu sprechen zu kommen. Jetzt aber zum eigentlichen Thema, Bundesverwaltungsgerichtsurteil. Zuerst einmal, und das ist ganz, ganz wichtig, es sind weder Fahrverbote ausgesprochen worden, es sind weder Fahrverbote angeordnet worden, noch ist die Einführung einer blauen Plakette angeregt oder vorgeschrieben worden. Und darum verstehe ich so manche Äußerung nicht, die von diesem Pult hier getan worden ist. Stattdessen hat das Bundesverwaltungsgericht insbesondere großen Wert auf den Begriff Verhältnismäßigkeit gelegt. Alleine viermal kommt in der Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichtes dieses Wort der Verhältnismäßigkeit vor. Und das, was Sie hier vorgetragen haben, Herr Krischer, war alles andere als verhältnismäßig. Es war das Gegenteil. Es war radikal und es war pauschal. Es ist richtigerweise von Frau Ministerin Hendricks hier vorgetragen worden, dass Fahrverbote die Ultima Ratio nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts sein sollen. Und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, als Große Koalition im Werden, wenn ich es mal so bezeichnen darf, wir wollen Fahrverbote, wo immer es geht, verhindern. Und ich zitiere noch mal wörtlich aus dem Koalitionsvertrag. Da heißt es, wir wollen Fahrverbote vermeiden und die Luftreinhaltung verbessern. Die Kommunen wollen wir unterstützen, die Emissionsgrenzwerte im Rahmen ihrer Luftreinhaltepläne mit anderen Maßnahmen als mit pauschalen Fahrverboten einzuhalten. Genau das werden wir tun, und genau das war die Politik der Großen Koalition in den letzten vier Jahren. Sonst hätten wir es nicht geschafft, dass mittlerweile in über 20 Städten in Deutschland, in denen 2016 die Grenzwerte nicht eingehalten wurden, mittlerweile die Grenzwerte eingehalten werden. Und es werden weitere Dutzende Städte hinzukommen durch die Politik dieser Bundesregierung. Und weil ich gerade den Koalitionsvertrag zitiert habe, will ich dazu noch eine weitere Bemerkung machen. Wenn man Fahrverbote verhindern will, muss man Pauschalierung verhindern. Da muss man dafür sorgen, dass unterschiedliche Situationen in Hamburg und in Stuttgart und in Köln und in Düsseldorf auch unterschiedlich mit Maßnahmen begleitet werden. Und da hilft dann eine blaue Plakette nicht. Sie ist das Gegenteil von maßgeschneiderter Lösung. Sie ist eine Pauschalierung. Sie ist die Öffnung eines Tores in einheitliche, flächendeckende Fahrverbote in Deutschland. Das ist das, was wir in dieser Großen Koalition nicht wollen. Und darum lehnen wir die blaue Plakette ab. Im Übrigen bin ich dem Kollegen Klare dankbar dafür, dass er in der letzten Ausschusssitzung ja auch noch einmal vorgetragen hat, welche Alternativen es zur blauen Plakette und damit zu einem flächendeckenden Fahrverbot gibt. Er hat viele unterschiedliche Strategien den europäischen Ländern vorgetragen. Und wir wollen eben nicht den einfachen Weg gehen, sondern wir wollen ganz im Gegenteil maßgeschneiderte Lösungen, um möglichst schnell, möglichst effektiv die Grenzwerte der Europäischen Union einzuhalten. Das wird unser Ziel sein. Und ich denke, dass wir das auch hinbekommen. Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung in der verbleibenden Minute machen, weil auch das Herr Krischer immer gerne verschweigt. Die Bundesregierung hat nicht nur mit ihrem Sofortprogramm Saubere Luft, in der über 1 Milliarde Euro für Elektrifizierung, für Digitalisierung und für Nachrüstung von Dieselbussen auf den Weg gebracht wurden, den Weg bereitet, sondern wir haben vor allem über 700 Vorschläge von Kommunen bekommen, die wir jetzt Stück für Stück abarbeiten werden und wo wir dafür Sorge tragen werden, dass auch in den letzten 70 verbliebenen Städten Deutschlands diese Grenzwerte eingehalten werden. Und Herr Krischer, ich biete Ihnen eine Wette an. 2020, also noch in dieser Legislaturperiode, wird es keine 5 Städte mehr in Deutschland geben, in denen die Grenzwerte von 40,
von 40 µg pro Kubikmeter eingehalten werden. Und wenn wir uns dann gemeinsam darüber freuen, dass wir ohne Fahrverbote diese Grenzwerte eingehalten haben, dann haben wir in der Tat einen guten Job gemacht. Ich hoffe, dass Sie dann die Größe haben, das auch anzuerkennen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Oliver Wittke. Nächste Rednerin, Kirsten Lühm.